Hallo liebe Leute, herzlich willkommen zurück zu Heavy Rain. Wir scheinen wieder in die Rolle von Ethan zu schlüpfen. Mal schauen, welcher Tag es ist. Es ist Donnerstag, 23.39 Uhr. Oh Gott, der arme Ethan. Das letzte Mal, als wir mit ihm unterwegs waren, sollte er jemanden umbringen. Einen Unbekannten. Wir haben es nicht getan. Ethan. Ist aber Madison okay? Ist da, um uns zu helfen. Und sie hat auch noch eine neue Spur. Ich konnte es nicht. Ich sollte ihn töten, um Sean zu retten. Und ich konnte nicht. Sie sind nicht der Origami-Killer. Sie haben diese Morde nicht auf dem Gewissen. Ich kann es beweisen. Das ändert gar nichts. Es zählt nur noch, Sean zu retten. Ich finde schon, dass das was ändert, ob er danach in den Knast kommt oder ein neues Leben aufbauen kann. Mit ihm. Oh. Na, da greifen wir doch zu. Madison ist auf jeden Fall ein guter Fang. Das haben wir ja schon des Öfteren gesehen. Bloß nichts verkacken mit der Steuerung. Das ist wirklich ein wichtiger Moment jetzt. Nicht, dass Ethan nachher noch zu früh zum Erfolg kommt oder so, wenn ich jetzt hier die falschen Tasten drücke. Oh, der arme Ethan, ob er das genießen kann alles? Aber mit einer hübschen Frau ist doch jeder Schmerz nur halb so schlimm, oder? Einhändig, Ethan. Zweihändig. Anfänger. Geräusche. Die haben aber jetzt schnell ihre Hosen aus, mein lieber Mann. Naja, immerhin gab es nicht so die krasse Nippel-Action. Musste ich jetzt nicht so viel zensieren oder gar nichts. So, wir sind... immer noch Ethan. Will er sich jetzt etwa heimlich wegschleichen nach dem Sex? Ethan, das macht man aber nicht. Es könnte sogar wirklich sein, dass er sich heimlich wegschleichen will. Vielleicht auf die nächste Spur nach seinem Sohn suchen. Der eine Arm ist eh schon... ziemlich mitgenommen. Da hätte er sich den ganzen Arm auch abhacken können, wenn das jetzt nichts gewesen wäre. Die Sache zwischen uns hätte unter anderen Umständen eine Chance gehabt.
Hat sie auch so? Sie ist der einzige Mensch, dem ich vertrauen kann. Aber den nächsten Schritt muss ich alleine machen. Ich habe schon zu viel Zeit verschwendet. Ich muss die letzte Prüfung schaffen. Sie schläft noch. Kein Abschied, keine Erklärungen. Ich gehe, bevor sie aufwacht. Du bist ein ganz schönes Arsch, Ethan. Die letzte Origami-Figur. Dann finde ich meinen Sohn. Aber er ist halt der Meinung, dass er der Killer ist, ne? Dann kann man das schon ein bisschen anders noch nachvollziehen, dass er sie jetzt wirklich hier alleine lassen will. Er denkt halt, er wandert eh in den Knast. Die letzte Origami-Figur. Die müsste doch hier liegen, oder? Steht die nicht da auf dem Tisch? Das kann ich hier ja nicht nehmen. Da unten liegt irgendwas. Ach, meine Hose. Madison schläft. Das ist auch eine Sache hier in dem Spiel, die wir das erste Mal sehen, dass Madison schläft. Also auch ihr scheint die Beziehung gut zu tun mit Ethan. Vielleicht wendet sich jetzt am Ende doch noch alles zum Guten. Ich gehe mich vielleicht noch mal kurz frisch machen. Sind ja jetzt gut gestärkt. Obwohl, eigentlich ist es doch ziemlich kräfteraubend, oder? Ach, Ethan, hoffentlich hast du deine Kräfte nicht an der falschen Stelle vergeudet. Sieht so ein Killer aus, Ethan? Ich glaube nicht. Gut, dann schauen wir uns die letzte Figur mal an. Der letzte Test. Die letzten Buchstaben, 961 Rainbow Lane. Wir haben ja eigentlich schon ziemlich viele Buchstaben. Wir haben, ich glaube, 852, wir nehmen mal die Jacke mit. 852 Roosevelt, irgendwas mit Roosevelt. Oh. Oh, oh, er weiß ja gar nicht, dass die Reporterin ist, oder? Nicht, dass er jetzt denkt, dass sie Berichte über ihn schreibt. Vielleicht tut sie das ja sogar. Sie hat auf jeden Fall Fotos gemacht von den Plätzen, an denen er war. Oh Gott, und sie hat Berichte geschrieben. Aber sie ist nicht wegen dir. Und ich war die ganze Zeit ahnungslos. Oh nein, Ethan, du versaust alles. Was ist denn los? Ich hab gedacht, ich bedeute dir was. Hör zu, ich... Hast mich gut verarztet für eine Scheißreporterin! Ethan, ich wollte es dir ja sagen, aber... Wie sollte der Artikel heißen? Mein Leben mit dem Serienkiller? Nein, ich schnappte den Origami-Killer? Vielleicht schreibst du ein Buch darüber. Ich hoffe wirklich, das war es wert. Ethan, es ist anders als... Ethan, beruhig dich mal. Du hast gelogen, Madison. Du hast die ganze Zeit gelogen. Ich dachte, du hilfst mir, aber es ging dir nur um dieses Scheißbuch. Madison, du könntest mal sagen, dass es dir nicht darum ging. Es stimmt. Ich bin Reporter. Ich wusste, dass du der Vater des entführten Kindes bist und... ich wollte unbedingt die Story. Aber dann habe ich gesehen, was du durchmachst, um Sean zu retten. Und ich habe begriffen, wie sehr du ihn liebst. Ich wollte dir die Wahrheit sagen, aber es ging nicht. Ich hatte Angst, dass du mir vielleicht nicht glaubst. Ich hatte Angst, dass du mich wegschickst. Ich will nur, dass du Sean lebend findest. Und wenn alles vorbei ist, dann will ich bei dir sein. Verzeihen natürlich. Na, vielleicht bin ich auch einfach zu gutgläubig. Es tut mir leid, Ethan. Es tut mir so leid.
Du gehst. Nicht wahr? Zur letzten Origami-Figur. Ich finde Sean mit den letzten Buchstaben. Sei vorsichtig. Ich will dich nicht verlieren. Die beiden könnten es doch zusammen machen. Also, die letzte Aufgabe, meine ich. Ich hol was zu essen. Nicht weggehen, ich bin in 10 Minuten zurück. Oh, Ethan, ich weiß, dass er wieder abhauen wird. Sie ist der Meinung, dass sie es wirklich zusammen durchziehen. Ach, toll, jetzt bin ich Madison. Ich glaube, ich verliebe mich langsam. Ich hatte solche Angst, dass er mir nicht glaubt. Falsch gedacht. Ich hätte alles früher zugeben sollen. Wir finden seinen Sohn und beweisen seine Unschuld. Ich kann ihm helfen. Er weiß jetzt, wer ich bin. Da darf ich nicht lang, oder was? Jetzt müssen wir seinen Sohn finden. Und ich weiß auch schon, wo wir anfangen. Ich soll auf jeden Fall was zu essen holen. Wo soll ich denn hier was zu essen finden? Bei dem Ekeltyp? Vielleicht verkauft er ja was. Vielleicht hat er ja so ein... In den Motels gibt es doch öfter mal so... Süßigkeitenautomaten und sowas, auch wenn das jetzt nicht wirklich ein gutes Frühstück ist. Oder nee, wir haben ja, glaube ich, Abend. Ich glaube, kurz vor 12 oder so. Aber Ethan wird eh gleich weg sein, wenn wir jetzt Essen holen. Das weiß ich einfach. Naja, ich glaube, wir können Madison schon vertrauen. Oder erstmal hören wir ja gerade ihre Gedanken. Und sie scheint ja wirklich Gefühle für ihn zu haben. Und andererseits, nur mit einem Mann zu schlafen, um eine Story zu bekommen. Also ich würde jetzt nicht behaupten, dass es keine Frauen gäbe, die sowas machen würde. Natürlich gibt es sowas, aber ich denke mal, das ist doch eher die Minderheit. Also zumindest ein bisschen Gefühle wird sie schon für ihn haben. Und so schlau ist Ethan auch, um das zu merken. Also, ah, Moment, da gibt's irgendwas. Ist das so ein Süßigkeitenautomat? Kann ich aber nicht benutzen. Oh, das ist, sind die Bullen. Da sind die Bullen. Okay. Cops. Die suchen Ethan. Wird wohl ein Überraschungsangriff. Woher wissen die, wo er ist? Ich muss unbedingt Ethan helfen. Das Telefon. Okay, ganz... unauffällig zum Telefon. Was ist denn los? Ist das nicht toll? Wie in einer Fernsehshow. Kaum zu glauben, der Origami-Killer mietet hier ein Zimmer. Er hatte einen falschen Namen. Aber ich habe ihn gleich erkannt. Na, du schmieriger Spast, bist das also schuld. Ich dachte mir schon, wieso wissen die das? Komm schon, wie war die Nummer? Oh shit, wie war die Nummer? 507? 207 meine ich. Na los. Nimm schon ab. Sie stehen vor der 207. Die Cops. Sie sind im Hotel. Du musst von hier verschwinden. War er das? Das war er doch nicht. Doch. Alter, die Stimme klang ja wohl mal ganz anders von Ethan. Okay, jetzt bin ich wieder Ethan. Es geht hier Schlag auf Schlag. Oh Gott. Ethan, lauf! Ethan darf uns jetzt nicht hier... Nein! Ethan! Ethan darf uns jetzt hier nicht abkacken. Oh, ich glaube, dass wir Sean verlieren, wenn wir Ethan jetzt hier an die Polizei verlieren. Hallo! Bademanteltyp. Ach, komm schon! Ach, komm schon! Rechts! Auf Ethan! Runter! Ah. Ethan! Komm schon! Ah. Ich hoffe, er hat jetzt noch wirklich noch genug Kraft nach dem Sex. Oh. Okay. Links. Jawohl. Schön dadurch. Ich hoffe, oben wäre schneller gewesen. Oh.
Das ist ja wie beim Origami-Killer, sag ich schon. Wie bei den Kindern. Oh Gott. Ethan, lauf. Die schießen gleich auf dich. Ich frag mich sowieso, warum sie dich schon längst schießen. Sie sind komplett in Schussweite. Sie wollen ihn lebendig. Na ja, gut, klar. Sie wissen ja gar nicht, dass er der Killer ist. Oh, Ethan. Was ist drauf? So, jetzt runter. Komm. Madison ist doch bestimmt schon unten und wartet auf dich. Das war's. Runter auf die Knie. Und die Hände hinter den Kopf. Ganz ruhig. Hier geht's nicht weiter. Sie sind umstellt. Springen natürlich. Verdammte Scheiße! Autsch. Er muss sich natürlich da rückwärts runterfallen lassen, der Idiot, statt einfach so normal runterzuspringen. Muss man natürlich sich voll auf den Rücken fallen lassen. Schön theatralisch. Das hätte man schlauer machen können, Ethan. Im Ernst jetzt das Taxi nehmen? Wo ist denn Madison? Oh! Alter. Komm schon, mach die Tür auf. Wo ist denn Madison hin? Boah, da sind wir nochmal so gerade entkommen. Liebe Leute, ich finde, das ist eigentlich ein gutes Ende für diese Episode. Ich hoffe, ihr seid das nächste Mal auch wieder dabei. Hier bei Heavy Rain. Bis zum nächsten Mal. Ciao, ciao. Euer Silent.